Ja, und man sieht, wie man ohne Not diese ganze Geschichte eingeleitet hat. Das ist das Interessante, wenn wir mal zurückdenken, mal 3 Jahre zurück, nur 3 Jahre, da war die Finanzkrise das einzig Entscheidende, die natürlich auch schon unter der Migrationskrise mehr oder weniger verschwand und damit mehr oder weniger ins Hintertreffen gedrückt wurde, dass man möglichst nicht darüber redet. Und 2019 hatten wir eben halt die höchste Finanzkrise, die deutlich war und am Ende war. Und jetzt hat man durch diese gesamten hybriden Maßnahmen, die man jetzt stattfinden lässt, eine völlig neue Argumentationsgrundlage und keiner fragt mehr eigentlich, was ist eigentlich Ursache und was ist eigentlich Wirkung. Und das zeigt, wie genial dieses Spiel hier gelaufen ist. Es handelt sich um ein Ablenkungsmanöver eines verfehlten Systems, welches zur Umverteilung von fleißig nach reich führte. Und vergessen werden darf nicht, dass es auch im europäischen Verbundnetz zuletzt immer wieder schwere Komplikationen gegeben hat. Wir erinnern uns Anfang Januar, als große Teile Europas wahrscheinlich haarscharf an einem großflächigen Stromausfall vorbeigeschrammt waren. Tja. Und wir haben ja in allen möglichen Ressorts, zum Beispiel Herrn Bundesminister Altmaier, der ja im Bundesministerium für Wirtschaftszerstörung ganz oben sein Wesen treibt. Und der steht da noch komplett hinter. Eigentlich sollte er doch dafür da sein, die Wirtschaft zu unterstützen. Wenn er allerdings die Grundlagen und die Infrastruktur einer ordentlichen Wirtschafts- und Unternehmensplanung zerstört und die steht und fällt mit der Energieversorgung, dann ist es doch ganz logisch, dass die Wirtschaft zerstört wird. Und deshalb nenne ich es eben halt auch sarkastisch Bundesministerium für Wirtschaftszerstörung. Anders kann man es mittlerweile gar nicht mehr nennen, denn das bestätigt ja alles, was hier läuft. Und dieser Eigenhass und diese Eigenzerstörung, die von den eigenen Institutionen Steuerzahler finanziert, tatsächlich den eigenen Garaus macht, das ist das, was mich eigentlich so erschüttert. Und mir kommen dann natürlich solche Begrifflichkeiten wie der Morgentauplan aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts durch den Kopf. Und das kann ich einfach nicht vermeiden. Ja, da wird ja auch eine Art Deindustrialisierung Deutschlands vorgeschlagen. Ach, ja. Manche Kriege dauern einfach doch viel länger, als man glaubt. Ja, und hier heißt es weiter in dieser DIW-Studie, also beziehungsweise in dem Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten über diese Studie. Besonders pikant ist das Eingeständnis der DIW-Studienautoren, dass künftig die Nachfrage nach Strom in Deutschland zeitweise verschoben werden müsse, weil nicht genügend Angebot vorhanden sein werde. Wenig bekannt ist, dass schon heute zahlreichen energieintensiv arbeitenden Unternehmen in Deutschland als Resultat von Engpässen bei der Versorgung kurzerhand der Strom abgestellt wird. Etwa der Trimet-Hütte, Deutschlands größtem Aluminiumproduzenten. Und Paulitz aus der Studie sagt, wenn die Winderzeugung niedrig ist, wird die Nachfrage, wenn möglich, verschoben. Dasselbe gelte für die Versorgungslage im Sommer, wenn nach den Planungen des DIW die Photovoltaik den Großteil des alternativen Stroms generieren soll. Scheint da nicht genug die Sonne, vielleicht weil Herr Gates ja die Sonne wieder verdunkelt hat, müssen industrielle Verbraucher vom Netz geworfen werden und Elektroautos können nicht mehr geladen werden. Tja, und wir sehen hier die Naivität höflich ausgedrückt oder auch die Inkompetenz, die sich nicht nur in der politischen Kaste zeigt, sondern selbst in einem solchen Institut, wo man davon spricht, dass man eine Nachfrageverschiebung einfach durchziehen kann. Wenn jemand ein bisschen Ahnung hat von Betriebswirtschaft und weiß, wie produzierende Betriebe hochkomplex mit einer gigantischen Aufwandsstruktur hochgefahren werden müssen und wieder runtergefahren werden müssen. Und das ist ein Riesenproblem. Das braucht Monate teilweise Vorplanung, um einen Betrieb anzufahren oder runterzufahren. Und hier spricht man davon aus, einfach, dass man sagt, man wird dann eben halt die Nachfrage verschieben, indem der Strom dann abgeschaltet wird. Das heißt, das Ding wird nicht runtergefahren, sondern bricht quasi in sich zusammen mitten in einem Produktionsprozess. Und irgendwann schaltet man das wieder an und die Leute glauben, das geht dann irgendwie weiter. Das ist letztendlich die Bankrotterklärung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, den wir hier lesen. Also man kann wirklich nur empfehlen, dass jeder auf seine Weise vorsorgt. Und wenn es so ein Ofen mit Teelichtern ist, den man sich da hinstellt, hast du doch gerade
Du hast doch gerade sowas bestellt gehabt. Ich habe sowas bestellt gehabt und die sind wirklich ganz niedlich. Ich muss das jetzt nochmal ausprobieren, wenn es ein bisschen kälter ist. Das sind zwei Teelichter, die in so zwei Blumentöpfen ineinander arbeiten. So, das ist eigentlich ganz nett. Aber das ist wirklich wichtig, das eine, dass man wirklich vorsorgt und versucht, wenn man eben halt weiß, dass die Energie abgeschaltet werden kann und eine Willkür des Regimes gegenüber dem Volk mittlerweile immer sichtbarer zu analysieren ist, dass man jetzt auf sich selbst verantwortlich echt zurückgeworfen wird und deshalb immer wieder durchgehen die Vorsorgeliste. Ja, und vor allem, jetzt kommt der Herbst. Also wir haben ja jetzt schon wieder August. Der Herbst, der Winter kommt, wenn Strom abgestellt wird, wenn es kalt wird. Es gibt Öfen, also diese kleinen Teelichtdinger, die nutzen tatsächlich, die bringen wirklich auch etwas. Wir werden das auch behandeln. Du wirst das auch irgendwann mal hier ein bisschen deutlicher beschreiben, wenn du deine Versuche gemacht hast. Aber eben auch, man kann sich ja auch diese Petroleumöfen oder sowas hinstellen. Es ist wirklich extrem wichtig, dass ihr euch vorbereitet, weil es ist mit Ansage. Und auch wenn wir schon seit einem Jahr warnen, es kann auch sein, dass wir anderthalb Jahre warnen oder sogar zwei. Aber irgendwann kommt es. Es wird ja auch angekündigt, dass es kommt. Und Andreas ist immer einer, der sehr intensiv vorplant. Und das hat sich für viele Momente auch schon als sehr nützlich erwiesen. Ja, wir machen regelrechte kleine Manöver mit denjenigen, mit denen wir zusammen befreundet sind und so weiter und so fort, dass wir dann sagen, und das kann ich jedem nur wirklich raten, wenn man allein ist, ist man wirklich allein. Wir dürfen eines nicht vergessen, dass irgendwann auch die gesamte Struktur der Sicherheit gefährdet wird, wenn beispielsweise ein Blackout stattfindet über große Gebiete und dann eben halt auch die Sicherheitskräfte nicht mehr da sind, weil die selber zu Hause sind und versuchen, ihre Familie zu schützen. Und deshalb ist es so wichtig, sich versuchen, mit Gleichgesinnten zu treffen, die allerdings auch alle was mit einbringen können. Talente, Fähigkeiten, Geld, Essen oder was auch immer. Oder Ackerland oder ein Gebiet außerhalb in sicheren Gebieten, dass die sich zusammentun, ab und zu mal treffen und dann gemeinsam. Es sind vielleicht drei Leute besser als 50 Leute, weil da gibt es dann wieder zu viel unterschiedliche Meinungen und dann gibt es Stress. Dass die sich zusammentun und einfach mal durchsprechen, wenn der Fakt X kommt, haben wir meinetwegen ein Zeitfenster von 2 Tagen. Und innerhalb dieser 2 Tage sollten wir uns dort treffen, wo wir gemeinsam das durchstehen wollen. Bei mir, bei dir oder in einem externen Bereich auf dem Lande und so weiter. Dass dann auch der Plan dann möglich steht, man seinen Fluchtrucksack nimmt und sagt, okay, ich bin jetzt da und dann können wir es gemeinsam durchstehen. Vor allem auch die Verteidigung seines eigenen Raumes, in dem man dann mit mehreren gemeinsam sitzt. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung, und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man
über die Grundsteuer jederzeit auf ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.